Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch eine Tuchmaske für Männer. Falls du gerade neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken und wenn du Bock hast, auch die Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich auch, einfach Daniel Korte eingeben, dort findest du mich auch und dort gibt es einige privatere Einblicke von mir. So Leute, in diesem Video geht es aber um eine Tuchmaske. Wie bin ich darauf gekommen? Leute, ich wusste noch nicht mal, dass es Tuchmasken für Männer gibt, ja? Aber diese Tuchmasken sollen anscheinend eure Haut, ja, um ein Vielfaches reinigen und Feuchtigkeit spenden und whatever, ja? Und ich hatte vor kurzem einen Job für einen Drogeriemarkt, wo es diese Tuchmaske auch zu kaufen gibt. Und ich hieß da nicht Daniel Korte, sondern Toni Tuchmaske. Ich war im Prinzip der Mann mit der Tuchmaske. Und ich blende an dieser Stelle einfach mal ein paar Sequenzen ein. Let's go! Ja Leute, es geht also um folgende Tuchmaske. Diese Tuchmasken gibt es bei DM zu kaufen und die kommen aus Südkorea. Das Land ist ja bekannt dafür, dass dort viele Pflegeprodukte herkommen, sowohl für die Haare als auch für die Haut. Und die Südkoreaner haben sich da anscheinend ausgedacht, okay, machen wir doch mal eine Tuchmaske für Männer mit Eierextrakt. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, Eierextrakt. Ich habe gedacht, Eierextrakt im Gesicht wäre eher was für die Frauen. Aber gut, nicht böse gemeint, aber naja, anscheinend soll das auch für Männer gut sein. Gut, da habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch nochmal hier zu Hause ganz entspannt, teste das Ding und mal schauen, was es bewirkt. Also Leute, machen wir das mal. Eierextrakt in die Fresse. Also da läuft es schon runter hier. So Leute, das hier ist die Tuchmaske und die Tuchmaske kann man bei DM kaufen für 5 Euro. Ich bin mal gespannt, ob diese 5 Euro es echt wert sind. Ich hatte das Ding auch schon mal auf, habe es aber gar nicht getestet, sondern es war wirklich nur für diesen Job, für das Shooting. Und Leute, ich sage es euch, das trieft wie Sau. So sieht diese Tuchmaske aus und auf der einen Seite, ich glaube, was man uns mal erkennen kann, aber auf der einen Seite ist noch so ein Netz und auf der anderen Seite ist die Maske und ihr müsst das natürlich aufsetzen mit der Maske aufs Gesicht und das ist echt nicht so einfach, weil das übel glitschig ist. Eierextrakt ins Gesicht, Leute. Ja, gebt euch das. Eierextrakt in die Fresse. Okay. Jetzt muss man dieses Ding hier abziehen, dieses Gitter. Willkommen in der Horrorshow. Mein Name ist Daniel Korte. Wie sieht das Ganze aus? Und jetzt würde ich vorschlagen, warten wir mal so. Man soll das so circa 20 Minuten einwirken lassen. Und dann sieht deine Haut aus wie neu. So Leute, ich habe mir das nochmal vernünftig hier aufgetragen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr 3 Tage was habt, ja, dann ist es auf jeden Fall nicht so empfehlenswert, weil dann geht das hier an den Seiten leicht ab. Aber gut, jetzt machen wir das Ding mal ab und ich bin 10 Jahre jünger. Man hat diesen ganzen Eierextrakt wirklich noch im Gesicht. Es ist übrigens Eierextrakt mit Kokosnusswasser, ja. Es riecht zwar überhaupt nicht nach Kokos, aber gut. Das ganze Gesicht ist auf jeden Fall ultra feucht. Wenn man die Maske auf hat, dann kühlt es auch ein wenig. Ich würde vorschlagen, wenn ihr mal Bock habt, eure Freundin zu überraschen, ja, als Massenmörder oder als Horrorfigur aus dem Horrorfilm und ihr die nachts überraschen wollt, dann könnt ihr die Maske nutzen. Ja, oder ganz ehrlich jetzt mal nach dem Suff oder so, wenn ihr mal zu Hause entspannen wollt und einfach was Kühles auf den Kopf braucht und eure Augen zumachen wollt, dann ist das vielleicht ganz relaxed. Aber Leute, 5 Euro für so eine Eierextraktmaske. Nee, sorry Leute, also ich finde das ein bisschen zu übertrieben, auch wenn es vielleicht gut sein mag für die Haut. Ich bin mal gespannt. Es hat auf jeden Fall gekühlt, es hat mir Feuchtigkeit gespendet und dieser Eierextrakt ist jetzt immer noch auf meiner Haut drauf. Den muss ich jetzt erstmal abwaschen. Also auf jeden Fall ein Spaß ist es wert, aber ich glaube, mehr als ein Gag ist es tatsächlich jetzt nicht wert. Also mir zumindest nicht. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich supportet. Schreibt doch gerne einen Comment runter, falls ihr die Tuchmaske schon mal ausprobiert habt oder ob ihr überhaupt mal sowas ausprobieren würdet oder ob ihr sagt, ey, komm, hör auf, Scheiße, habe ich keinen Bock.
Also, ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal. Bis dahin, macht's gut. Peace out.